Ja, vielen Dank. Sie hören mich gut. Geht das mit dem Mikrofon? Die waren wunderbar. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie den Mut hatten, tatsächlich Ihre vertrauten vier Wände mal zu verlassen, herzukommen. Das ist ja tatsächlich nicht selbstverständlich, muss man sagen. Es gibt, habe ich gehört, bereits einen Namen für die Angst, die viele Menschen derzeit wohl noch umtreibt, nämlich Cave-Syndrom. Nennt sich der Zustand, wenn man quasi trotz FFP2-Maske und Impfung die Rückkehr ins soziale Leben irgendwie nicht mehr richtig schafft. Also das ist quasi schon diagnostiziert. Das heißt, schlechte Zeiten natürlich für die Kultur im doppelten Sinne, die trotz der neuen Freiheiten mit bestimmten Einschränkungen, die es noch gibt, erneut letztlich Opfer wird der Pandemie. Und es stellt sich natürlich die Frage, benötigen wir die Kultur eigentlich noch? Wie bisher ja selbstverständlich behauptet wurde, dass sie ein Teil des Lebens sein sollte, oder ist sie vielleicht nur eine Vergnügung in besonders schönen Zeiten? Hat Corona gezeigt, dass das Theater sich letztlich überlebt hat und Kultur auch gut vom Sofa aus gestreamt werden kann? Darüber wollen wir jetzt in der, ich schätze mal, Stunde und in der nächsten miteinander sprechen und im Anschluss dann auch gerne mit Ihnen noch. Aus Berlin tatsächlich zu uns gekommen heute die Autorin Carmen Francesca Banchu. Trotz Corona ist ja kürzlich, glaube ich, erst ihr neuer Roman erschienen, Vaterflucht. Muss man, glaube ich, hier tatsächlich auch in Ludwigsburg eigentlich nicht vorstellen. Knapp 2 Jahren ungefähr Oberbürgermeister. Ja, von Ludwigsburg, einer ja sehr kulturreichen Stadt bisher zumindest, sag ich mal. Thomas Koch hat schon mehrere Intendanten der Stuttgarter Oper, ich sage nicht überlebt, sondern erlebt, ob es Klaus Zehlein war, Jossi Wieler und derzeit Viktor Schoner. Thomas Koch ist Direktor für strategische Kommunikation an der Staatsoper Stuttgart. Schön, dass Sie heute da sind in unserem intimen Kreis. Ja, Corona hat viele Kulturschaffende arbeitslos gemacht. Theater, Museen, Kinos, alles war dicht, das wissen Sie. Frau Banchu, als Autorin sind Sie ja nun gewöhnt, in Isolation zu schreiben. Das ist mehr oder weniger, glaube ich, für viele Autoren ist es ein normaler Zustand. Vielleicht können Sie kurz erzählen, wie waren denn für Sie diese 1,5 Jahre? War das eine produktive Zeit? Hat Sie die Situation bei Ihnen sofort Ideen hochgespült? Oder haben Sie, wie manche, glaube ich, sonst auch, diese Monate eher als Lähmung erlebt, als einen Zustand, in dem man auch so ein bisschen absorbiert ist? Also für mich war die Corona-Zeit, die kam überraschend, aber hat mich gerettet persönlich. Das ist mein persönliches Schicksal sozusagen. Denn ich war überarbeitet. Ich war von einer Lesereise und von einer Veranstaltung zur anderen, nicht nur in Deutschland, sondern in mehreren Ländern, und hatte vor, mir eine große Tour in Frankreich mit einem Theaterstück, was ich in Zusammenarbeit mit einer Theaterkompanie aus Barcelona und der Universität in Birmingham geschrieben und produziert habe. Und ich war am Ende meiner Kräfte. Und dann kam Corona und gab mir Zeit. Ich konnte mich erholen. Insofern, ich weiß natürlich von all den tragischen und Schicksale von Menschen, die gestorben sind oder krank geworden sind. Aber mein persönliches Schicksal war so, dass ich dadurch gerettet wurde. Davor war ich sogar im Krankenhaus. In dem Moment, wo ich diese Zeit vor mir hatte, ich wusste, ich muss nirgends hin, war ich sehr produktiv. Mhm. Und kreativ, und es interessierte mich, wie löst man auch diese Situation mit Lesungen, also Lesungen gibt es nicht mehr und so weiter. Und habe am Anfang auch Lesungen gemacht im Internet und bin bei Veranstaltungen, habe mitgemacht. Dann kam aber eine Zeit, wo ich gemerkt habe, dass das nicht reicht. Dass zwar diese Lesungen oder diese Veranstaltungen
möglich sind und auch sehr interessant, dass man kreativ ist, wie kann man das alles machen, damit es spannend wird. Aber trotzdem kann es nicht das, was eine Begegnung mit dem Publikum bedeutet, kann nicht ersetzt werden. Und diese Energie, die hin und her fließt zwischen dem dem Künstler oder den Künstlern und das Publikum, diese Energie, die fehlt. Und das hat mich erstmal, das hat mich dann nicht depressiv, das kann ich mir gar nicht leisten, depressiv zu werden, nein, aber es hat mir für eine kurze Zeit den Mut genommen, weil ich dachte, wozu das alles? Wozu mache ich denn das? Wer hört denn mir zu? Weiß ich denn, wer mir da zuhört? Weiß ich, ob ich ihn berühre mit das, was ich da sage, schreibe, ihm mitteilen will? Ich spüre nicht seine Antwort oder seine Angst oder seine Fragen. Und wie mache ich dann weiter? Also führe ich ein Selbstgespräch? Ja. Und das kam aber viel später, als diese Zeit nicht mehr aufhörte und eigentlich auch jetzt so langsam. Immer noch so ein bisschen ist. Ja, ist aber jetzt wir wissen nicht, was im Herbst nicht, passiert. Jetzt ist es wieder möglich, wir treffen uns leibhaftig. Ich wollte nur noch kurz sagen, ich habe meine Bücher fast alle oder fast ausschließlich im Café geschrieben. Und das hat mir auch sehr gefehlt. Also das Café als Ort der Inspiration und der Kommunikation, der stillen Kommunikation. Ich musste ja nicht unbedingt mit den anderen reden, aber ich spürte, sie sind da. Ich nahm, was ich brauchte aus ihren Gesprächen oder aus dem, was da war und fügte es meinem Schreiben zu, wenn ich es gebraucht habe. Wenn nicht, habe ich eine unsichtbare Wand um mich gebaut, aber ich konnte Menschen sehen, ich konnte sie hören, ich konnte dabei sein und das war weg. Das war weg. Ja, jetzt geht es wieder, Herr Knecht, Hand aufs Herz. Waren Sie in den vergangenen Wochen schon mal Theater, Konzert, Museum? Ja, sogar mehrfach. Also ich viermal, allerdings muss man sagen, ein bisschen mit Lokalkolorit, also unter Sicht der Kulturregion natürlich höchst kritikwürdig, viermal bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen. Das ist natürlich einseitig und da muss ich jetzt geloben angesichts des Regionalpräsidenten und der Regionaldirektorin vis-à-vis, dass das anders werden muss. Aber es lag ein Stück weit natürlich einfach auf der Hand, jetzt sich hier auch direkt vor Ort um die zu kümmern, die wirklich einfach auf diese Saison hingearbeitet haben und die jetzt, heute habe ich mir die Zahlen angeschaut, wirklich natürlich gekämpft haben um jeden Zuschauer, um jede Zuschauerin. Und insofern war ich da, war aber zum Beispiel auch beim Thema Malen in der Kunstschule zum Beispiel unterwegs, war noch nicht jetzt in den letzten Wochen in einem Museum, aber ich glaube, habe schon einiges auch wieder von Kunst aufgesogen, muss man wirklich sagen. Es ist ja einfach was Tolles. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, in Corona war es für mich zwar weniger Kultur, was jetzt Veranstaltungen betraf, oder gar keine Kultur, was Veranstaltungen betraf, bis auf einzelne digitale Formate. Aber dafür haben wir im familiären Kreis Kultur gelebt. Also mein Sohn hat zum Beispiel gesagt, Papa, ich liebe Corona, es hat mir dich zurückgegeben, weil du plötzlich wieder Zeit hast. Und dann haben wir gemalt, dann haben wir plastiziert. Also einfach in einem ganz anderen Rahmen Kultur, Kunst gemacht, als es sonst mit vielen Veranstaltungen so wäre, was natürlich fehlte. Aber es war eine andere Form der Kultur. Das heißt, Sie haben aber jetzt in den vergangenen Wochen eine höhere Quote als vermutlich sehr viele andere, die sonst häufig vielleicht Kultur auch konsumiert hatten. Ich fürchte, dass es einige geben wird, die ihr Theaterabonnement nicht wieder aufnehmen werden. Ich glaube, dass auch viele während der Pandemie, warum auch immer, festgestellt haben, dass sie ganz gut auskommen, ohne einen Großteil der Aktivitäten, die immer selbstverständlich zum Leben gehört haben, sei das der Chor, sei das der Sportverein, der Literaturclub oder vielleicht auch das Konzertabo. Ist Ihnen denn nicht bang jetzt um die Zukunft der, Sie haben es gesagt, Schlossfestspiele oder die tollen Tanzgastspiele hier im Forum oder auch Theatersommer im Klussgarten? Also was schön ist und was natürlich auch für die Kultur und deren Beständigkeit, deren Kraft einfach auch spricht,
Es haben sich doch viele am Markt gehalten. Viele, für die war es natürlich verheerend, die sind auch ganz weg und es ist sehr bedauernswert, aber es gibt, glaube ich, viele Akteure, ich meine, das werden wir gleich nachher auch hören vom Staatstheater, die natürlich weiterhin da sind und auf die Menschen gewartet haben und die jetzt auch mit aller Kraft wieder kommen. Insofern ist mir eigentlich gar nicht so bange davor. Wir hatten zum Glück auch Institutionen wie die Wüstenrot-Stiftung oder auch wir selber mit so einem kleinen Corona-Nothilfefonds, den wir mit 100.000 Euro aufgesetzt haben, wo wir auch helfen konnten, Kultur zu bewahren. Und ich bin mir sicher, das nimmt jetzt wieder Fahrt auf und wir verlieren nicht so viel, wie wir befürchtet haben. Mhm. Ja, Herr Koch, gut, Sie gehören tatsächlich zu der beneideten Spezies, weil natürlich viele freie Kulturschaffende mussten um Corona-Hilfen kämpfen, haben lange drauf gewartet auch. Die großen Institutionen kamen, glaube ich, vergleichsweise gut durch die Krise. Ich habe jetzt auch gehört, dass die Staatsgalerie, ich glaube, Novemberhilfe bekommen hat, Dezemberhilfe, da habe ich gestaunt. Staatstheater war in Kurzarbeit, hat aber trotzdem ja produziert und jetzt zum Teil schon ordentlich rausgehauen. Würden Sie sagen, die Oper kommt mit einem blauen Auge davon oder fürchten Sie, dass es schon bestimmte Langzeitschäden gibt? Jetzt nicht, vielleicht nicht nur ökonomisch im Sinne von, wir haben Schulden angehäuft, sondern weiß ich nicht. Publikum kommt doch nicht mehr so zurück, Bindungen sind verloren gegangen. Also das wird sich alles zeigen. Ich glaube, also dieses Long-Covid, das wir nicht nur dann im medizinischen Sinne erleben, sondern vielleicht auch im gesellschaftlichen Sinne, das ist durchaus denkbar. Aber zum einen muss man sagen, wenn wir das rekapitulieren, was passiert ist, es ist ein Segen, wenn Kulturinstitutionen von der öffentlichen Hand getragen werden. Das muss man erstmal konstatieren, ja? Weil das schützt die Künstlerinnen und Künstler und alle Beschäftigten, die an solchen Institutionen arbeiten. Zum Zweiten muss man sagen, dass, obwohl manche lange warten mussten, es doch staatliche Programme auch für Solo-Selbstständige, für freie Künstlerinnen und Künstler gab, die geholfen haben. Also ich bin jetzt keiner, der sagt, das hat alles nicht funktioniert, sondern ganz im Gegenteil, man muss sagen, da hat sich die öffentliche Hand sehr, sehr angestrengt, also auch die freien Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen. Und es gab eine große Solidarität der Festangestellten, die viele Programme auch aufgelegt haben, um Gelder zu sammeln für die freien Künstler. Ein Beispiel, das in dem Zusammenhang interessant ist, sind diese sogenannten 1:1-Konzerte, die im Moment gerade wirklich, da gibt es ein Festival, das wir gerade machen, mit dem SWR-Sinfonieorchester zusammen, mit dem Staatsorchester. Aber das ist bundesweit laufen diese Art der Konzerte, weil es war nur erlaubt, dass ein Künstler ein Publikum hatte, vor Ohren hatte. Und das Ganze sah so aus, dass man sich bewerben konnte und jetzt auch noch kann für so ein Konzert. Man wusste nicht, wer der Künstler oder die Künstlerin ist, kam zu dem verabredeten Zeitpunkt, traf sich, man wechselte kein Wort, man begrüßte sich nicht, man setzte sich auf einen Stuhl, 10 Meter davon entfernt, der Ausführende, die Ausführende, und dann gab es ein 15-minütiges Konzert. Danach ging man wieder. Und das hat viele Leute so berührt, weil sie merkten, ich bin gemeint. Ja, in dieser Zeit, in der man nur über Zahlen und Statistiken Dinge erfuhr, hat man in dem Moment etwas über sich erfahren. Ja, da war ein Künstler, eine Künstlerin und hat nur für mich in den 15 Minuten was gemacht. Ich habe das selber auch ausprobiert und ich muss sagen, das ist tief berührend gewesen, dieser Moment. Und das erzählt jeder. Also ich kann wirklich sagen, googeln Sie mal 1:1-Konzerte und bewerben Sie sich für eines der vielen Konzerte, das im Moment noch läuft. Das ist ein nachhaltiges Kunsterlebnis. Aber natürlich nicht für ein großes Haus wie die Oper, um mal zur Frage zu kommen. Was würden Sie sagen? Wir sprachen ja darüber, geht das Publikum verloren? Und ich glaube, kommen Sie da gut raus? Genau, man muss ja ansetzen bei dem, was die Kunst für die Menschen macht. Ja? Und es ist ja nicht so, dass der Mensch... Und deshalb ist dieses Beispiel so treffend. Der Mensch konsumiert ja nicht die Kunst, sondern er ist das Gegenüber der Kunst. Und das Gegenüber von Kunst zu sein, ist quasi das komplementäre Element. Ja, ein Kunstwerk wird erst vollendet, wenn es den Betrachter oder den Zuhörer oder die Zuhörerin hat. Und das ist das, was viele Menschen in dem Moment, die da waren, verstanden haben und auch
etwas, was, wenn ich das erwähnen darf, Hartmut Rosa, der bekannt ist für seine Resonanztheorie, hat das theoretisch in seinem Buch mit ähnlichem Titel ausgeführt, was es bedeutet, wenn diese Kunst in einem Raum stattfindet mit Menschen. Und da entsteht etwas, was anders ist, als wenn ich in den Bäckerladen gehe und mir eine Brezel kaufe oder mir im Internet eine DVD bestelle oder auch mir eine DVD angucke oder einen Stream anschaue. Und dieses Gefühl, dass es etwas anderes ist, dass ich als Betrachter, als Zuhörer, dass mit mir etwas passiert und ich aber auch, Sie sagten das, Frau Bantsche, mit der Energie, die dann entsteht, im Gegenüber. Sie sagten ja eben genau dasselbe. Es ist, Ihnen fehlte das Gegenüber. Und das ist, ja die Reaktion. Und das, oder das die Stille im Raum, wenn etwas Entsetzliches passiert. Oder und ich glaube, vielleicht müssen wir mit Autoren wie Frau Bantsche einfach mehr von diesen Dingen erzählen, um den Menschen, wenn sie die Sehnsucht nicht sofort schon verspüren, aber durch die Erzählung auch wieder die Sehnsucht schaffen, diese Orte der Gemeinschaft aufzusuchen, um das zu erleben. Na, ich will jetzt gar nicht lamentieren und sagen, wir werden so gebraucht und der Mensch ist verzweifelt, wenn er nicht zur Kunst gehen kann. Aber ich glaube, das kann man gar nicht als diese Setzung nehmen, sondern indem man anfängt, darüber nachzudenken, wenn man sich und das hat Corona auch gebracht, das Innehalten. Das Innehalten und das Nachdenken über das, was war und was sein wird, mit den ganzen Ängsten und Befürchtungen. Und deshalb hat der Mensch ja überhaupt damals schon vor 40.000 Jahren angefangen, Kunst zu machen. Will ich jetzt nicht weiter ausführen. Ich würde nur kurz vielleicht, Sie haben gesagt, mit dem Brauchen weitersprechen und vielleicht auch den Bogen zur Gesellschaft gucken, weil es ist ja unabhängig vom 1-zu-1-Erlebnis, das offenbar viele Menschen jetzt aber auch gerade gar nicht so gesucht haben. Frau Bantsche, Sie sind ja im kommunistischen Rumänien geboren worden. Ihr Vater war, glaube ich, sogar ein hochrangiger Regierungsbeamter. Sie haben selbst zeitweise Publikationsverbot gehabt, sind dann, glaube ich, 1990 nach Berlin gezogen. Vielleicht können Sie mal ein bisschen, damit wir mal so allgemeiner versuchen abzustecken, vielleicht sagen, wirkt sich das politische und das gesellschaftliche Umfeld auf künstlerisches Schaffen aus? Also spielt es eine Rolle, ob man in einem Land gelebt, geschrieben hat, in dem sich die Kultur nicht so frei entfalten kann oder es eben kann? Würden Sie sagen, dass Ihre Art zu arbeiten sich durch den Umzug in den Westen tatsächlich verändert hat? Also welche Rolle, welchen Einfluss hat sozusagen das politische System, das Gesamtsystem? Ich muss wieder auf meine persönliche Situation oder Schicksal oder Entwicklung zurückkommen und kann also sagen, dass was mich persönlich betrifft, ich glaube, dass mein Schreiben sich entwickelt hat, weil es ist natürlich, dass man sich entwickelt in seinen Fähigkeiten und Ausdrucksweisen und so weiter. Bereichert wird auch durch das, was man Neues erlebt. Aber die Art, wie ich die Dinge gesehen habe und wie ich sie ausgedrückt habe, hat sich nicht grundsätzlich geändert. Ich habe nicht umsonst Publikationsverbot gehabt. Aber ich muss wieder sagen, es gibt auch unterschiedliche Arten, Kunst zu machen, die nicht, Kunst ist politisch oder alles, was wir tun, ist auch politisch, aber nicht immer so offensichtlich. Und in einem System, wo man nicht direkt politisch schreibt, sondern einfach Kunst macht, kann man auch Dinge ausdrücken, ohne dass man im Konflikt mit dem System kommt und seine Sachen macht. Aber gleichzeitig gibt es auch die Möglichkeit, eben das Politische zu verstecken, anders auszudrücken, mit Kunst,
über zum Beispiel im Literaturbereich fantastische Literatur, eine Gattung, die in Deutschland so nicht wirklich existiert. Also das ist nicht Fantasy und das ist auch nicht Science Fiction, sondern ist eher geht Richtung surreale Literatur, aber in der man aber Dinge, die in der Gegenwart passieren, anders verpackt und man spricht über Schwierigkeiten und Realität und die Realität, die man erlebt, aber platziert sie in einer anderen Welt, in einer, oder auf einer anderen Ebene oder dann natürlich Fabeln und alles andere, was man so machen kann. Schreiben zwischen und Dinge ausdrücken zwischen den Zeilen. Mhm. Ja. Und das wurde auch massiv gemacht in Rumänien, auch im Theater. Und die Leute sind deswegen auch, nicht nur deswegen, aber auch deswegen ins Theater gegangen, haben Bücher gelesen, haben Zeitschriften gelesen. Es gab massenweise Literaturzeitschriften. In jeder größeren Stadt gab es mindestens eine. Bukarest hatte 6 und die waren nie genug. Ja. Es war ein Durst. Das ist ein interessanter Punkt tatsächlich, also auf den ich gerne noch mal kommen würde. Aber weil mein Eindruck ist, dass ja hier die Kulturinstitutionen stark um ihr Publikum buhlen müssen. Also natürlich, das wird alles heutzutage evaluiert und man muss eine bestimmte Zahl von Publikum haben. Und das heißt, es wird alles getan, dass wir als BesucherInnen uns wohlfühlen auch. Das heißt, es hat ja ein bisschen die Kultur den Ruch eines auch angenehmen Freizeitvergnügens bekommen, so konnotiert das sie ein bisschen. Und in Zeiten, weiß ich wann war das, 70er Jahre, die großen Publikumsbeschimpfungen, das ist ja längst passé tatsächlich. Würden Sie sagen, dass, Sie haben nun den Vergleich, dass der Hunger der Menschen nach Kultur im kommunistischen Rumänien größer war, irgendwie existenzieller war, dass die Kultur auch vielleicht einen geistigen Raum geboten hat, der im Alltag verboten war? Einerseits könnte man sagen, ja, weil es keine freie Presse gab und weil Kunst und Kultur das ersetzt hat. Gleich aber, ich merke, was heute passiert in Rumänien, wo man alles sagen und machen kann und trotzdem gibt es diesen Hunger, sicher nicht in der ganzen Gesellschaft, aber es gibt immer noch diesen Hunger und ich bin erstaunt, was zum Beispiel Verlage leisten oder was das Museum, das Museum für moderne Kunst und leisten. Bücher werden also für Kinder präsentiert mit Autor, was man erzählt, also man macht Begegnungen wie Lesungen hier, man stellt Bücher vor, wie ein Cover gemacht wird, wie der Künstler, der die Illustration gemacht hat. Alles, man erklärt den Kindern und man führt sie dazu, also führt sie hin, dass sie Interesse haben. Ich bin manchmal schockiert hier, dass die Leute ein Buch lesen und sagen, ach, ich weiß nicht, den Autor weiß ich nicht, aber das Buch ist spannend. Und ich sage, was, wie bitte? Also, du beschäftigst dich mit diesem Autor überhaupt nicht, mit seinen... Wie ist er dazu gekommen, das Buch zu schreiben? Was hat er gedacht? Was ist sein Werdegang, also geistig meine ich jetzt? Wie ist er dazu gekommen, dieses Werk? Alles, also ich will nicht sagen, dass das überall so ist, aber es ist ein großes Problem, dass Kunst als Konsum, also konsumiert wird und nicht, ich glaube, da haben Sie schon recht, Corona wird was ändern. Man wird begreifen, dass Kunst etwas ist, was uns wie Nahrung, also geistige Nahrung, nicht nur bereichert, sondern wir brauchen es. Wir können nicht nur mit uns leben und mit dem, was wir so täglich konsumieren und also schnell verdauen, sondern wir brauchen auch Zeit von Rückzug, von Reflexion, um die Dinge auf uns wirken zu lassen. Und ich will nur noch kurz zurückkommen auf diese Sache. Ich finde, es muss bei den Schulen und bei der Erziehung anfangen. Und das hat man, finde ich, hier versäumt.
oder das kommt mir in das Englische, neglected, also missachtet, nicht genug geschätzt, dass Bildung in der Schule anfängt. Und dann mache ich auch den Öffentlich-Rechtlichen einen Vorwurf, weil statt diesen Auftrag der Bildung richtig anzunehmen, schaut man auf die Quoten, obwohl man von uns einen Beitrag bekommt. Jeder zahlt seinen Beitrag für die öffentlich-rechtlichen Medien. Trotzdem schaut man auf die Quoten und es wird nicht in Bildung investiert und in der Erziehung des Publikums, dass er sich weiterentwickelt, sondern man sagt, das Publikum hat keine Geduld mehr als 5 Minuten zuzuhören. Wie bitte? Also, oder die Verlage sagen, dass das geht nicht beim Publikum. Das verkauft sich nicht. Ich denke, Verlage und Kultureinrichtungen haben die Pflicht, der Gesellschaft zu helfen, sich weiterzuentwickeln und nicht unterstützen unter Entwicklung. Also das geht ja nach unten statt nach oben. Ich sehe in den 30 Jahren, seitdem ich hier bin, einen intellektuellen Rückgang. Und es tut mir leid, das behaupten zu müssen. Weil ich war als völlig begeistert. Es gab im Rundfunk eine Stunde Sendung, Wortsendung, total spannende Diskussionen, total spannende Beiträge. Überall ist das reduziert. Aber dann können wir, das ist ja genau die Frage, das ist ja das Interessante, warum ist das so? Wir können dann sitzen und sagen, weil es nur pessimistisch, es geht alles runter. Ich weiß es nicht, vielleicht, wir haben ja tatsächlich, ist ja so, dass die Kultur extrem allgegenwärtig dennoch war in all den Jahren. So ist zumindest mein Eindruck, dass wir nicht darben mussten und das Einzige war vielleicht Karten fürs Ballett, die man nicht ohne weiteres bekommen hat, aber ansonsten hat man ja ein Füllhorn an Angeboten gehabt. Ja, und dann ist es denn, Herr Koch, haben wir uns an ein zu reiches Kulturangebot vielleicht sogar gewöhnt, dass wir gar nicht mehr wissen, warum wir das eigentlich brauchen? Also ich habe auch manchmal das Gefühl, dass die Debatten so stereotyp geworden sind, dass man immer auch nur sagt, es ist wichtig, das braucht man alles. Und dass auch hinter den Floskeln der Sinn nicht mehr so richtig sichtbar wird und so erstarrt ist hinter so Stereotypen Argumentationen und dass es da Substanz verloren hat. Kann das sein? Naja, es liegt ja immer an beiden. Es liegt ja an der Kunst, die ernsthaft die ernsthaft sein muss in dem, was sie betreibt. Und es braucht den Betrachter, der mit der ähnlicher Ernsthaftigkeit sich dem aussetzt auch. Und im Prinzip, wir haben ja hier in der Region auch den Ort, an dem Friedrich Schiller groß geworden ist. Und da kann man nur sagen, man kann wirklich empfehlen, die Lektüre im recklangen Heftchen nachzulesen, die Briefe zur ästhetischen Erziehung des Menschen, nach wie vor hochaktuell, nämlich also von solchen bekannten Zitaten wie die Kunst ist eine Tochter der Freiheit oder man muss durch die Schönheit wandern, um zur Freiheit zu gelangen. Dieser Freiheitsbegriff, ja, dass Kunst betrachtet wird als ein den Menschen befreiendes Element, ich glaube, das muss man auch nochmal wieder ins Bewusstsein, muss man sich selbst bewusst machen. Und damit ist nicht die Freiheit nur von Unterdrückung eines autoritären, diktatorischen Staates die Rede, sondern der Mensch muss sich von vielem befreien, um seine vielen Potenziale leben zu können, um sich in seiner Vielfalt leben zu können. Daher hat der Mensch angefangen, überhaupt sich Kunst zu schaffen, um sich seiner Potenziale bewusst zu werden. Kunst ist etwas, womit er Dinge erschließt, und Möglichkeiten erlebbar macht, die er sich vorher noch gar nicht denken konnte, für die es noch gar keine Konzepte gab. Also Kunst ist immer ein Mittel auch der Transzendenz des Bestehenden, ja, und nimmt die Möglichkeiten in Angriff des Werdens, was man sein kann. Und Kunst ist immer eine Utopie. Ja. Man stellt sich etwas vor, wie es sein könnte,
Und das kann ich nicht, ohne dass ich diesen Moment, wir sagen heute oft kreativ dazu, ja, ohne dieses, diesen Impuls der Kreativität zu haben. Aber den muss ich auch legen. Und da sagt Frau Bantschow ganz zu Recht, wo ist das im Bildungssystem noch verankert? Ich glaube, seit der PISA, seit dem ersten PISA-Schock, als man so ganz auf die MINT-Fächer umgestiegen ist und hat viele, also den Sport, die Musik und die bildende Kunst quasi in den extracurricularen Bereich verlagert und gesagt, dass da sind die Sportvereine für zuständig und so. Das war schon so eine Art der Missachtung der Kunst für ein allgemein bildendes Moment, das bis dahin quasi das Credo des deutschen Bildungswesens war. Und es gab etwas Ähnliches in den USA. Da ist man aber mittlerweile oder schon seit einigen Jahren zurück und hat die Künste wieder viel stärker integriert in die Curricula. Und ich glaube, dass es für das Menschsein und auch für das Wohlsein der ganzen wirtschaftlichen Zusammenhänge extrem wichtig ist, dass Menschen die Möglichkeit bekommen und auch dazu motiviert werden von Menschen, zu denen sie aufsehen, die ihre Idole sind, die auch Autorität besitzen, wie Politiker, ja, dass da der Ansporn gelegt wird zu sagen, ja, wie froh sind wir, dass wir die Kunst haben, weil die Kunst ist ein Mittel, um uns in unserer Gesamtheit vollenden zu können, als Mensch im Ganzen und nicht nur als Produktionselement einer Kette von Prozessen, die zur Herstellung eines Automobils beispielsweise nötig sind. Herr Koch hat ja sogar Missachtung das Stichwort genannt. Ich glaube ja trotzdem, bei aller Missachtung, wenn heute ein Politiker die Bedeutung von Kultur öffentlich in Frage stellen würde, dann gäbe es einen ordentlichen Shitstorm. Das glaube ich schon. Das hat man ja auch ein bisschen gemerkt, als bei diesen Corona-Verordnungen Kultur in die Nähe von Vergnügungsstätten gerückt wurde. Da hat es ja ordentlich gerappelt in der Kiste. Was ist denn Ihr Eindruck? Hat Kultur eigentlich eine starke Lobby? Haben Sie das Gefühl, da ist schon ein präsentes Gegenüber? Also wir empfinden das sehr stark so, weil wir ganz klar merken, dass in der Gesellschaft aus meiner Sicht auch das Standing dahingehend besser ist, dass schon viele auch begreifen, Kultur ist ein unverzichtbarer Partner oder vielleicht auch ein unverzichtbarer Teil von Bildung, brauchen Sie jetzt nicht im Detail abgrenzen, aber ich glaube, es haben ganz, ganz viele in der Gesellschaft jetzt gemerkt, wie wichtig es ist. Und wir haben nicht umsonst bei uns zum Beispiel im Gemeinderat oder in der Regionalversammlung ganz viele Menschen, die jetzt auch in dieser Zeit die Kulturregion und deren Bedeutung betont haben oder die ganz klar gesagt haben, liebe Leute, also ein Jahr können wir an der Kultur, am Sport sparen, aber dann müssen wir auf jeden Fall wieder in die Vollen gehen. Und insofern finde ich, und deswegen, Sie haben vorher gesagt, kein Pessimismus, ich bin sowieso von Natur her ein optimistischer Mensch und gleichzeitig auch, finde ich schon, auch in der gesellschaftlichen Bedeutung muss die Kultur, muss die Kunst nicht fürchten, dass sie irgendwie durchgereicht wird, sondern ganz im Gegenteil. Also ich glaube, dass gerade jetzt auch zukunftsgewandt die Bedeutung von Kultur, Kunst, Bildung, Musik immer mehr klar wird und ich glaube auch viele Gemeinden, wir zum Beispiel mit einer interkommunalen Kunstschule Labyrinth mit Bietigheim-Bissingen zusammen, haben erkannt, dass es ganz, ganz wertvoll ist. Die Jugendmusikschule wird bei uns überrannt. Wenn bei uns im Gemeinderat einer ein schlechtes Wort sagt bei einer Entscheidung zur Jugendmusikschule, dann ist sofort der Shitstorm da. Also aus meiner Sicht ist die Bedeutung von Bildung, Kultur, Kunst, Musik durchaus da und hat definitiv in der Gesellschaft ein sehr gutes Standing. Gut, ich glaube trotzdem, die Kultureinrichtungen schauen ja alle mit großer Sorge in Richtung Herbst und Haushaltsberatungen. Haben Sie eine Erklärung, weil bei Spardebatten dann komischerweise doch immer schnell die Kultur genannt wird, obwohl man ja, glaube ich, wirklich im Vergleich zu anderen Posten insgesamt jetzt im Haushalt die Kultur nicht wirklich ein großes Sparpotenzial besitzt? Nein, man muss mal sagen, also wenn wir bei uns auf die Haushaltsdebatte des letzten Jahres schauen, wo wir einen Nachtragshaushalt machen mussten, mitten im Jahr, wo wir mitten im Jahr im fahrenden Zug 15 Millionen quasi innerhalb weniger Wochen einsparen mussten, da haben wir 10% über die Bereiche Kultur,
Bildung, Sport, Soziales auch mit eingespart, haben aber andere Dinge komplett weggelassen. Ja, wir haben also den Menschen zum Beispiel zugemutet, dass da draußen läuft jetzt wieder ein Brunnen, keine Brunnen laufen in der Stadt, wir haben das Pflanzen von Blumen eingestellt und so weiter. Das heißt, wir haben wirklich diese 15 Millionen ganz schnell eingespart und haben aber zum Beispiel in der Kultur in Anführungszeichen nur mit 10% gespart und dann ja auch noch einen Nothilfefonds eingerichtet, wo wir gezielt denen, wo wir gemerkt haben, da wird es kritisch, auch helfen konnten. Das heißt, aus meiner Sicht gerät die Kultur nicht immer sofort in den Blick des Sparens, sondern wir haben momentan, und das sage ich einfach mal mit dem Blick, ich sage mal, für die gesamte Situation, einfach Notwendigkeit für so viele Dinge. Wir müssen Kitas, Schulen bauen, wir müssen Digitalisierung vorantreiben. Wir haben mit dem Klimaschutz ein ganz, ganz großes Ding, was uns alle umtreibt, wo wir viel Geld in die Hand nehmen müssen. Da spielt das Thema Mobilität rein. Das heißt, wir haben so viele Herausforderungen für die öffentlichen Haushalte, dass einfach wir an der einen oder anderen Stelle auch mal der Kultur eine Einsparung zumuten müssen, wohl wissend, dass wir an vielen Stellen dann auch die Kultur natürlich wieder sehr stärken und weiterhin viel Geld für die einstellen. Also ich würde da keinen Abgesang auf die Kultur machen, würde auch sehen, in den öffentlichen Haushalten spielt, egal ob in der Region oder auch bei den Kommunen, Kultur weiter eine große Rolle und die wird sie auch weiter spielen, weil sie eine ganz zentrale Bedeutung hat. Ja gut, wenn ich mich jetzt mal ein bisschen unbeliebt machen darf, ich habe schon das Gefühl, dass es zum Diskurs gehört, Sie sitzen jetzt so ein bisschen, hier ist die Kultur, das ist die Politik, dass es so ein bisschen zum Diskurs gehört, dass die Kultur immer klagt, ja, ist immer unterfinanziert. Also ich weiß, die Depots der Museen sind immer, immer zu klein, die Ankaufsetats sind immer zu niedrig, die Verlage sind immer gefährdet, die Autorenschaft, die Übersetzer unterbezahlt. Das ist natürlich alles richtig. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat sich damit auch ein Bild verfestigt, das irgendwie immer geklagt wird, obwohl, wie ich jetzt ja gesagt habe, wir wirklich ein reiches Kulturangebot auch die ganze Zeit hier in der Kulturregion hatten. Kann das sein, dass dieses stete Klagen, Frau Bandschuh, auch irgendwie kontraproduktiv ist und vielleicht auch dazu geführt hat, dass man die Nöte der Künstlerschaft nicht wirklich ernst nimmt? Also, die Nöte der Künstlerschaft ist real. Und das ist nicht seit Corona, sondern schon in den letzten Jahren so. Also, ich kann Ihnen Beispiele geben, Verlage, die Autoren gar nicht mehr ein Honorar geben für ihre Bücher, sondern ja, die 10%, aber auch die 10%, also ich meine, die Auflagen sind klein. Was soll man da verdienen? Das ist lächerlich. Ja? Außer man hat natürlich einen Bestseller, aber die meisten Autoren haben keinen Bestseller, sondern haben, wenn sie anspruchsvolle Literatur veröffentlichen, haben sie kleine Auflagen. Poesie sowieso, ja? Lyrik, Kurzgeschichten haben kleine Auflagen, winzige Auflagen. Also kann das Geld damit nicht verdient werden. Ich spreche jetzt für die Schriftsteller, weil das kenne ich am besten. Und das ist nicht nur zurückgegangen, was die Honorare, also der Vorschuss, den man bekam früher, den gibt es wahrscheinlich nur bei sehr großen Verlagen. Aber es geht auch um die Bücher, die bereits veröffentlicht wurden. Die Bücher, wenn sie nicht mehr lieferbar sind, sind sie weg. Als hätte man sie nicht geschrieben. Der Einzige, der sie auflistet, ist Amazon. ja, es tut mir leid, das ist so. Ansonsten weiß man gar nicht, dass dieser Autor noch 20 Bücher geschrieben hat. Es gibt ganz wenige Verlage, die interessiert oder nicht nur nicht interessiert, sondern die Wirtschaftskraft haben, die Bücher neu aufzulegen, weil viele sind vergriffen und man könnte sie auflegen, aber die Verlage können sich das nicht leisten, denn sie müssen neu produzieren und Autoren müssen Neues produzieren. Und die Aufmerksamkeit auf Masse und nicht immer, also sehr stark auf Masse und auf die neuen Bücher ist so stark, dass die alten Bücher, die neu aufgelegt werden,
auch keine Beachtung bekommen. Das schadet der Autoren, das schadet der Gesellschaft, das schadet ihrem Werk, weil man sieht nicht, wer dieser Autor ist. Man sieht nur ein Werk von ihm immer wieder. Als ich nach Deutschland gekommen bin, gab es die Aufgabe von Verlagen war, Autoren aufzubauen mit ihrem Werk. Wenn man einen Vertrag mit dem Verlag gemacht hat, dann war der Verlag interessiert, sein Werk, also das Werk dieses Autors aufzubauen und ihn als ja mit all seinem Können und mitteilen wollen permanent zeigen zu können. Das geht heute nicht mehr. Oder ganz wenige Verlage können das noch machen. Oder wenige Verlage riskieren das. Ich spreche nicht für mich, wenn ich bin ein Verlag, der alle meine vergriffenen Bücher veröffentlicht. Inzwischen sind es fast alle. Aber ja, also ich spreche für Kollegen, die ein Werk haben und das ist nicht existent, nicht mehr vorhanden. Und das ist eine Schande eigentlich. Was gedacht wird überhaupt in die Zukunft weist, geht dann vielleicht ein Stück weit verloren. Es ist ja so, dass... Und ich war nur noch kurz will ich da... Ja. Entschuldigung. die Möglichkeiten, die Werke zu zeigen, ist auch wieder zurückgegangen. Also die Lesemöglichkeiten, die Buchhändler und so weiter, die Veranstaltungen bezahlen können, denn natürlich als Autor muss man ja irgendwo sein Geld verdienen können, nicht? Und inzwischen muss man wieder auch sagen, es gibt Verlage, es gibt Autoren, die bereit sind, umsonst zu lesen, nur damit sie existieren im öffentlichen Raum und ihre Werke zeigen können. Es ist eine Entsolidarisierung von allen anderen Autoren und damit macht man sich selbst aber auch keinen Gefallen, weil es wird dann einem selber treffen irgendwann. Ja. Hält aber dann die Gedanken zumindest, sagen wir, noch am Leben und macht sie sichtbar. Nun haben ja auch Staatslenker in früheren Zeiten sich oftmals Rat geholt bei der Philosophie oder Dichter haben grundlegende moralische, politische, religiöse Fragen verhandelt, auch auf dem Theater natürlich immer wieder. Bei Ihnen, Ihr Hintergrund ist juristischer Art. Würden Sie aber sagen, dass für Sie, dass die Kultur wichtige Beiträge für Ihr Handeln, für das der Politik liefert, dass Sie vielleicht auch Anstöße kriegen, das muss jetzt nicht bei Sokrates sein, sondern auch aus dem Kulturleben jetzt, dass da Themen aufploppen, die Sie sonst vielleicht nicht auf der Agenda gehabt hätten, oder ist das eher was, also was Sie politisch umsetzen, was so aus der gesamten Gesellschaft kommt und halt dann vielleicht auch erst danach von der Kultur aufgegriffen wird? Na gut, ich glaube schon, dass die Kultur natürlich an verschiedenen Stellen wichtige Maßstäbe setzt, definitiv. Also gerade beim Thema Integration, glaube ich, spielt Kultur eine ganz, ganz wichtige Rolle, weil man dadurch auch mit anderen Menschen umgehen lernt über Elemente der Kultur, der Kunst, der Musik, sich damit auch gesellschaftliche Entwicklungen eigentlich ermöglichen durch Kultur ganz stark. Ich meine, ich sag mal, Julian Warner hier als künstlerischen Leiter unseres Projekts Lebenswert im Jahr 2022, da hilft, glaube ich, Kultur uns nochmal wirklich uns klar zu werden, was macht uns denn hier aus? Ja, und nochmal auch selber mit uns in den Widerstreit zu gehen. Wir sind nicht so ganz typisch schwäbisch, wie wir immer gesehen werden, sondern wir haben durchaus, glaube ich, auch viele Herangehensweisen, viele Sichtweisen, die wir auch da nochmal ganz neu reflektieren. Und da, glaube ich, leistet Kultur einen unglaublichen Beitrag. Und deswegen wäre auch mein Impuls im Hinblick auch auf, was kann Kultur für Politik für eine Bedeutung haben, dass sie uns natürlich auch hilft, diese großen Aufgaben, die jetzt bevorstehen, ich sage mal zum Beispiel das Thema Integration, Inklusion, ganz stark bewältigen zu helfen. Ich will sagen, will jetzt nicht über Bedeutung der Kultur hier herbei reden im Hinblick zum Beispiel auf den Klimawandel, aber auch da helfen uns Kultur und Bildung, um zum Beispiel der jungen Generation gewisse Dinge zu visualisieren, verständlich zu machen. Also auch da sehe ich einen
einen wichtigen Input für unser Handeln. Mhm. Da ist, kommt eine Frage, die mich schon lange beschäftigt, immer wieder. Ich war tatsächlich auch überzeugt, habe das immer geschrieben, dass die Auseinandersetzung mit Kultur den Horizont weitet, dass es auch hilft, vielleicht mal eine andere Perspektive einzunehmen, andere Haltungen, Lebenskonzepte zu verstehen, da vielleicht auch toleranter zu werden damit. Und hätte lange auch gesagt, dass vielleicht gerade auch Theater, ich als Theaterkritikerin mich natürlich viel mit befasst habe, kämpft für eine bessere und eine tolerantere Welt. Herr Koch, eine Frage, warum muss man sich wirklich mal sagen, warum purzeln uns im Moment so viele Skandale vor die Füße, weil Regisseure, Intendanten, in der Tat meist in der männlichen Fort, ihre Macht aufs Schäbigste offenbar missbrauchen. Wir haben hier jetzt auch ja Menschen, die tatsächlich ihren Job räumen mussten. Haben Sie eine Erklärung dafür, wie das passieren kann, obwohl man sich so viel mit Moral und Macht und Unterdrückung befasst, mit sich irgendwie auf die Seite der Armen und Entrechteten stellt? Ich sitze immer so am Rande. Naja, ich meine, letztlich ist es dann praktisch die Verlagerung von Shakespeare-Stücken ins wirkliche Leben und dann auch ins Theater hinein. Also das ist ja genau das, was immer vorkommt, dass es Menschen gibt, die mit den Aufgaben, die man ihnen anvertraut, die Verantwortung, die man ihnen übergibt, auch für andere Menschen, diesen Part dieser Aufgabe nicht verstanden haben oder wo der Narzissmus und der Egoismus die Verantwortung für die Gemeinschaft, die ja in der Kunst, gerade im Theater als kollektivste oder im Musiktheater als kollektivste aller Kunstformen existiert, eben nicht mehr gerecht wird, sondern wenn auf einmal ein Narzissmus das überlagert und die Macht, die auch jemand hat, eben durch Verantwortungsfülle missbraucht. Das kommt überall vor, das kommt in der Wirtschaft vor und wir haben jetzt einige Beispiele, es kommt in der Politik vor, wir haben jetzt auch Beispiele in der Kunst. Warum soll sich in der Institution, in der institutionalisierten Struktur, die es da gibt, nicht auch jemand verirren, dem diese Dinge über den Kopf wachsen? Ich kann aber auch, und das ist mir eine Freude eigentlich, das jetzt nochmal anzumerken, sagen, es gibt sehr wohl Beispiele, in denen auch das Theater als Organisation eine Gesellschaftsutopie vermitteln kann. Und da empfehle ich ganz dringend einen Film, der über die Staatsoper Stuttgart kürzlich entstanden ist, der heißt Das Haus der guten Geister und ist über die Webseite des Filmverleihs Mind Jazz Pictures in Köln auch zu streamen und wird vielleicht auch im Caligari demnächst gezeigt. Und dieser Film zeigt auf auch unglaublich berührende und nachdrückliche Weise, wie jetzt beispielsweise an der Staatsoper Stuttgart in der Intendanz von Jossi Wieler diese Utopie versucht wird. Und es mag jeder selber urteilen an dem Film, inwieweit das auch gelingt, aber es ist im Prinzip ist das Theater ein großes Experiment für eine Gesellschaftsutopie im besten Sinne und auch ein Versagen von Gesellschaft, die genauso passieren kann, wenn es Menschen nicht verstehen, diese Verantwortung für die Gemeinschaft anzunehmen. Sie sind schon durch und durch Direktor für strategische Kommunikation. Ein kleiner Werbeblock durfte sein. Vielen Dank. Noch ganz kurz, vielleicht, ehe wir in die Endrunde kommen, nochmal zum Thema Stadt. Ich glaube, in guten Zeiten ist Kultur ja immer auch etwas gewesen, womit Städte untereinander konkurrieren können. Bilbao ist, glaube ich, das beste Beispiel. Das hat, bevor ein Museum gebaut wurde, haben die wenigsten, glaube ich, je von dieser Stadt gehört gehabt. Ist dieses Thema Konkurrenz immer aktuell oder sind da die Claims eigentlich abgesteckt? Und falls es noch geht, kann man überhaupt mit Kultur auch punkten? Ich glaube schon, also definitiv. Es ist halt unterschiedlich so ein bisschen, wenn man in die Region reinschaut. Einzelne Städte leben zum Beispiel sehr über Museen, was jetzt andere wie Ludwigsburg vielleicht wieder zurückhaltender tun. Wir haben ein sehr, ich sag mal, ausgeprägtes Stadtmuseum, das wirklich hervorragend ist, aber dann weniger Museen beispielsweise. Andere konkurrieren eher wieder über ihre musikalischen Beiträge, Festspiele beispielsweise. Da haben wir, glaube ich, als Ludwigsburg
sehr, das ist aber jetzt deutlich vor meiner Zeit gewesen, sehr stark gelitten unter Baden-Baden beispielsweise. Da war eine ganz große Konkurrenz da. Jetzt haben wir uns vielleicht wieder ein bisschen erholt und sind wieder auf dem Weg da auch mit nach vorne. Stuttgart ist natürlich immer ein besonders herausragender Standort, das ist klar, der ist vielleicht fast außen vor. Aber so glaube ich schon, dass da Konkurrenz auch da das Geschäft belebt und dass man schon genau schaut, auch die Intendanten beispielsweise genau schauen, was läuft dort und natürlich dann auch versuchen, in der Politik oder bei Firmen, die unterstützen, viel ist ja wirklich auch Sponsoring oder bei Stiftungen, sich zu positionieren und dass natürlich auch Stadtverwaltungen, Regionalverwaltungen schauen, dass sie in ihrer Region über die Kultur gewisse Highlights setzen in einzelnen Bereichen und damit schon sich auch absetzen wieder von anderen. Und wir hören auch bei Bewerberinnen und Bewerbern, egal ob bei uns, bei der Stadtverwaltung oder auch bei Firmen, natürlich schon, dass die sehr genau drauf schauen, hat Ludwigsburg ein ausgeprägtes Kultur-, Kunst-, Musik- oder auch Sportleben, dass die also sich durchaus auch diese Soft Facts bei einer Bewerbung genau anschauen und nicht nur auf eine Stelle bewerben. Also ich glaube, dass Kultur, Kunst, Musik wirklich eine große Bedeutung da auch weiterhin in der Abgrenzung haben. Die Filmakademie wird ja jetzt auch 30 in dem Jahr. Mein Eindruck ist ja, dass wirklich seit der Gründung dieser Filmakademie Ludwigsburg in Sachen Kultur war vor ihrer Zeit, wissen Sie aber noch, einen wahnsinnigen Schub erlebt hat, tatsächlich. Also und Kultur ist ja nun auch nicht nur das Konzert, die Theateraufführung, sondern das gesamte kreative Feld. Welche Rolle spielt denn die Filmakademie oder dann kam ja noch die Akademie für darstellende Kunst für die Stadt? Ist das auch gut fürs Image? Und haben Sie das Gefühl, vielleicht auch, Sie könnten ja jetzt auch eine Hochschule haben für MINT-Fächer oder irgendwas in der Innenstadt, Exzellenzstudierende. Ist das ein Unterschied für so eine Stadt, dass das dann auch wirklich junge Menschen sind, die in der Filmbranche oder im Theater tätig sind, wie wenn das angehende Ingenieure wären? Merken Sie das? Na gut, man muss erst mal sagen, die Frage war jetzt ja mehrschichtig oder vielschichtig. Die Filmakademie ist für uns einer der Top-3-Faktoren, ich sag mal, über die Stadtgrenzen oder über die Regionsgrenzen hinaus bekannt zu sein. Das ist die Filmakademie, das sind Schloss und blühendes Barock und inzwischen sind es unsere MHP-Riesen, die Basketballer. Also die drei Faktoren sind für die Stadt absolut mit weitem Vorsprung sozusagen für den Bekanntheitsgrad verantwortlich. Neulich hat Thomas Schad zu mir, der Direktor der Filmakademie, gesagt, solange es uns noch nicht gab, ist man immer statt nach Ludwigsburg, nach Ludwigshafen gefahren und jetzt hat man Ludwigsburg endlich auch auf der Landkarte gefunden. Das ist zwar vielleicht ein lustiges Beispiel, aber ich glaube, da spricht viel Wahrheit oder steht viel Wahrheit dahinter. Die Filmakademie, aber genauso auch die ADK, die Akademie der Darstellenden Künste, die sind für uns absolut unverzichtbar. Die sind für Ludwigsburg Gold wert und wir werden sozusagen um alles kämpfen, um die hier auch bei uns dauerhaft zu haben. Wir haben eine tolle Zusammenarbeit mit denen und es ist wirklich ganz, ganz prägend für uns. Und da würde Ludwigsburg definitiv ganz viel fehlen. Und so geht es halt mit anderen Dingen, auch in anderen Städten. Und natürlich ist Kultur, ist Kunst noch viel mehr als die vorher benannten. Und wir merken das eben auch im Leben hier in der Stadt. Wir haben wirklich ein sehr pulsierendes Leben durch die rund 10.000 Studierenden. Wobei ich jetzt gar nicht anfangen würde, selber als ehemaliger Hochschullehrer jetzt verschiedene Disziplinen in ihrer Lebhaftigkeit gegeneinander auszuspielen. Also auch MINT-Studierende können, glaube ich, eine Stadt extrem beleben. Aber wir merken halt, uns tut es gut und es passt zu Ludwigsburg, so wie vielleicht zu Esslingen und zur Hochschule dort dann die MINT-Studierenden oder die der sozialen Arbeit passen. Ja? Ja, meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen auch Gelegenheit geben, möchten Sie noch etwas anmerken? Sie sind ja auch zum Teil Expertinnen in dem Gebiet oder eine Frage stellen, dann wäre das jetzt die Gelegenheit. Nö. Ja, bitte.
Also ich glaube, dass die Vielfalt in der Jugend, in der Kindheit beginnt für mich. Da bin ich ganz überzeugt. Sie haben völlig recht, nicht jede Stadt kann sich 3 hochklassige Museen und 2 Staatstheater am besten noch und noch ein tolles Theater dazu leisten, sondern wir müssen in der Jugend beginnen, die Menschen für Kultur, für Kunst, für Musik zu begeistern. Und deswegen ist für mich auch, und das merke ich so klar, auch bei unseren Entscheidungen in den politischen Gremien, völlig unumstößlich und glaube ich auch ganz großer gesellschaftlicher Konsens, bis auf bei ganz wenigen, dass wir wirklich mit der Früherziehung, mit der kindlichen Bildung beginnen müssen in diesen Feldern und dann auch dafür eine Offenheit gewinnen und das auch weiterleben müssen und dass dann wir nicht vielleicht alles in allen Faktoren anbieten können, okay, aber in der Bildung müssen wir da ganz vielschichtig bleiben, dann haben wir zumindest auch dieses integrative und vielleicht auch das inklusive Element in dem Bereich gewährleistet. Gut, die Vielfalt hat ja, glaube ich, durch Corona ein bisschen gelitten tatsächlich auch. Oder ich wollte Sie jetzt noch was fragen. Ich wollte nur ganz kurz ergänzend dazu sagen, dass es total sehr wichtig ist, dieses Aufeinanderaufbauende, wie Sie sagten, musikalische Früherziehung, dass dann in den Schulen die Möglichkeit besteht, sich weiterzubilden, dass es diese Hochschulen gibt, in denen man das vertiefen kann. Und dann gibt es Theaterformen, freie Theater. Und das ist das, glaube ich, auch, was Sie mit Vielfalt meinen. Die freien Theater sind die Stadttheater, die Staatstheater. Und vielleicht nur ergänzend, wenn Sie das Experimente, all das, und das ist dieser ganze Strauß an Möglichkeiten. Und nur ein Beispiel, die Theater-AGs an Schulen sind so nachgefragt. Und Lehrer, die man trifft und erleben ihre Schüler in solchen Theaterprojekten, die sagen fast alle über Schüler, die manchmal als Problemschüler bezeichnet werden, mein Gott, ich habe meine Klasse ganz anders kennengelernt jetzt über so ein Theaterprojekt. Und gerade die sogenannten Problemkinder entwickeln etwas, was sonst im Unterricht ja gar nicht gefragt ist. Und dann sieht man auf einmal, was die leisten können, wo ihre Potenziale sind. Und das andere ist nochmal, dann an den Hochschulen, ADK oder auch in Stuttgart, es gibt im Schauspielbereich 500 Bewerber auf jeden freien Platz in jeder Bewerbungsrunde. Ja? Und das ist an den anderen Ausbildungsstätten ähnlich, auch an der Musikhochschule, im Gesang, in den Instrumenten. Die Nachfrage ist riesig, da muss doch irgendwas dann auch sein. Und das liegt natürlich auch daran, dass es schon einen großen Humus an Bildung gibt. Aber man, wenn man die Kette unterbricht, ja, und es fängt eben wirklich, wie Sie sagen, bei der kindlichen Früherziehung an, die Kette zu unterbrechen, indem man irgendwie versucht, da zu sparen, ist ein Sparen am falschen Fleck. Dann unterbricht man etwas und das ist unwiederbringlich oder erfordert nochmal ein 10-faches, 100-faches an Aufwand, um das wiederherzustellen. Ich wollte noch sagen, und zwar wegen Früherziehung, aber auch überhaupt das junge Publikum an Kunst, Literatur, Theater und so weiter ranzuführen, ist gar nicht so schwer, wie man glaubt. Denn wenn man zu Lesungen geht, muss ich noch mal kurz sagen, wenn man zu Lesungen geht, ist man erschrocken, dass eigentlich die Generation, die zu Lesungen kommt, ist sehr nah an der Rente oder über, also in der Rente. Und dann fragt man sich, okay, was kommt? Was kommt noch? Wird es noch ein Publikum geben für diese Veranstaltung und für Interesse für Literatur oder Kunst? Und jetzt muss ich aber den sozialen Medien wieder trotz aller Kritik ein Loblied singen. Es ist auch ein Weg und das zeigt uns, dass man rausbekommen kann, was ist der Geist der Zeit und wie kann man die Leute ranführen über diese neuen Wege an konsistente, tiefgründige Literatur oder Kunst oder so. Und mir ist aufgefallen vor kurzem, es gibt 2 Schwestern aus Frankreich, die mit 13, die eine 13, die andere sogar noch jünger, angefangen hat, sich für Literatur plötzlich zu interessieren und hat einen Blog geschrieben und es ist inzwischen, und das veröffentlicht sie auf TikTok.
Und es ist inzwischen, hat sie unglaublich viele Followers. Und die New York Times hat darüber geschrieben. Diese Beispiele, es ist nicht der einzige Beispiel, es gibt inzwischen mehrere Beispiele. Und ich will sagen, Kunsterziehung kann auch andersrum anfangen. Also wir müssen nicht unbedingt von Schiller anfangen, sondern wir können von der Postmoderne oder von der Moderne anfangen und den Mut, den Konsumenten sozusagen machen, es geht auch weiter, es geht auch tiefer. Ihr seid so weit, dass ihr auch hochkarätige und anspruchsvollere Sachen genießen könnt, weil ihr euch euch nahe gekommen seid, habt es entdeckt. Man muss es erst wissen, dass es sowas gibt. Ja? Und dann kann man auch das heißt dann tatsächlich, das ist die Frage, ich meine, das heißt jetzt... Diese Mädchen haben dann es so weit gebracht, dass sie ein Publikum ihres Alters und auch Ältere rangeführt haben an tiefgründigere Sachen, als wo sie angefangen haben, also an Manga oder sonst welche Sachen. Und da sieht man, man muss nur gucken, wie macht man das? Man muss experimentieren. Es gibt nicht nur einen Weg und es gibt auch diese neuen Wege, die aber also nicht nur an der Oberfläche bleiben können. Wir müssen offen sein, alle, um diese Wege zu finden und zu unterstützen und selber uns anzufreunden damit. Das heißt ja, Corona hat viele Entwicklungen beschleunigt, das weiß ich, öffentlich-rechtliche Fernsehen, wird noch mehr von Streaming-Anbietern verdrängt, Verlagssterben schreitet voran, Theater verlieren Abonnenten, Digitalisierung nimmt zu. Ich meine, das kann man beklagen. Wie sind Sie da, Herr Koch, sind Sie da eher pragmatisch? Muss man sich dann tatsächlich abfinden, dass irgendwann vielleicht mehr Manga statt, weiß ich, oder mehr Graffiti als Museum ist, Rap statt Oper oder Netflix statt Arthouse? Nein, ich finde, das ist überhaupt kein Problem. Wir haben ja... Wenn Sie sich erinnern, im vergangenen Herbst, als die Spielzeit begann, beispielsweise Max Herre, bekannter Stuttgarter Künstler, Musiker, ist auch schon 50, eingeladen als Artist in Residence für die Spielzeit, um zu erproben und herauszufinden, wie bestimmte Kunstformen auch miteinander in Korrespondenz treten können. Und ich glaube, was das Gebot der Stunde ist, dass man nicht irgendetwas von vornherein ausschließt, sondern das, was der Kunst ja auch innewohnt, die Offenheit gegenüber Strömungen, zeitgenössischen Strömungen und eben experimentiert damit und schaut, wie funktioniert das, wie geht das zusammen. Wir machen jetzt am Freitag dieser Woche mit Georges Cameron und Meckes ein Programm, mit dem Staatsorchester zusammen. Das sind alles Programme, die wir schon vor Corona entwickelt hatten und jetzt aber wieder auch zum Glück für Publikum, mit Publikum aufführen können. Wir haben aber auch während der Corona-Zeit gestreamt. Wir haben auch extra, wir haben Software mitentwickelt, die dazu führt, dass Partizipation im digitalen Raum stattfinden kann. Wir haben einen digitalen Opernball gemacht, der mit einem begehbaren Foyer. Man konnte sich tatsächlich in den Foyers digital treffen. Wir hatten, glaube ich, über 1 Million wirklich nachhaltige Zuschauerinnen und Zuschauer für unsere Online-Angebote. Aber das ist nur ein Ersatz, weil die analoge Form, also und das ist wieder das, was ich eingangs sagte und was Sie auch sagten, Frau Bantschow, die Begegnung zwischen Publikum und Künstlerinnen und Künstler ist nicht zu ersetzen. Das ist das, was eigentlich auch gesucht wird vom Menschen. Da bin ich fest von überzeugt, weil das hat schon vor 40.000 Jahren damit angefangen, dass der Mensch Geschichten hören wollte. Er wollte sie erzählt bekommen, er wollte ums Feuer tanzen. Und er wollte Musik machen und davon zeugen die Knochenflöten, die auf der Schwäbischen Alb in diesen Höhlen gefunden wurden, die auf 30.000 bis 40.000 Jahre datiert sind.
ja, in einer Zeit, wo man sagt, was hatten da die Flöte zu suchen? Da musste man gucken, dass man nicht vom Säbelzahntiger gefressen wurde und musste einen Mammut erlegen. Da kann man sagen, die hatten andere Sorgen, ja, als sich da so eine Flöte zu basteln, die dann auch noch pentatonisch gestimmt war. Ja, ich vermute, Corona wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen und ich hoffe, dass diese Begegnungen aber dennoch möglich sein werden. Manche unken ja, dass wir mit dieser Pandemie irgendwie durch dieses Virus uns noch vielleicht unser ganzes Leben begleiten wird. Ja, was heißt das für die Kultur? Lang- und fristig werden Zuschauerräume künftig architektonisch ganz neu gedacht werden, werden Hybridformate neue ästhetische Konzepte hervorbringen. Es bleibt spannend, glaube ich. Es bleiben viele, viele Fragen, die die Kulturregion, wir haben es gehört, in weiteren Runden diskutieren wird. Im September, Oktober, vielleicht mögen Sie wieder dabei sein. Ich sage jetzt ganz herzlichen Dank. Ich glaube, wir können ja niederschwellig da noch ein Getränk nehmen und uns noch weiter unterhalten. Und ich wünsche jetzt erst Ihnen allen noch einen schönen Abend. Danke, dass Sie da waren. Vielen Dank.